Was ist eine KG? Wieder diese tückischen Fragen, die so einfach daherkommen und die Fragen sind, die am schwersten zu bewältigen sind. Zwei Möglichkeiten gibt es jetzt hier, die Brücke sich zu bauen zum Inhalt. Einmal diesen Weg hier, nämlich das Hilfsverb durch ein anderes Verb zu ergänzen, was bewirkt, bedeutet, macht eine KG zum Beispiel. Oder diesen Weg zu gehen. Ich gehe diesen Weg hier und sage, die KG ist eine Personengesellschaft. Komma. Und dann kriegt man die Kurve, eine Personengesellschaft, die. Oder man kann auch sagen, die KG ist eine Gesellschaftsform. Auch das ist eine richtige Antwort. Eine Gesellschaftsform. Punkt. Sie gehört zu den Personengesellschaften. Auch so könnte man sagen. Wichtig ist, dass Sie sich diese Brücke bauen und sich hier dieses Wort zum Beispiel Personengesellschaft, die, dass Sie sich das merken. Dann fällt Ihnen der Rest ein. Eine Personengesellschaft, die. Ja, als Besonderheit hat. Als Besonderheit hat die Haftung, denn die Haftung ist verteilt, es gibt hier die Komplementäre, die Vollhafter und es gibt die Kommanditisten, das sind die Teilhafter, Hafter, Kommanditisten. Komplementäre sind die Vollhafter. Eine KG ist also eine Personengesellschaft, die die Besonderheit hat, dass es hier Vollhafter und Teilhafter gibt. Die Vollhafter heißen Komplementäre, die Teilhafter heißen Kommanditisten. Man kann auch noch anders daran gehen. Was ist eine KG? Eine KG ist die Gesellschaftsform der Personengesellschaft. Und eine Sonderform der OHG. Und hier bei dem OHG haben Sie das Handelsgesellschaft, offene Handelsgesellschaft. Es geht also darum, dass ein Handelsgewerbe hier betrieben wird. Man kann also auch sagen, eine KG ist der Zusammenschluss von Personen. Das können natürliche Menschen sein, aber auch juristische Personen. Deswegen habe ich hier den Begriff Personen verwendet. Der Zusammenschluss von Personen in einer Personengesellschaft um ein Handelsgewerbe zu betreiben. Ja, Sie sehen, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, was man hier tun kann, um hier die Brücke sich zu bauen, um die Kurve zu kriegen. Wichtig ist nur, dass Sie es tun, dass Sie sich also eine dieser Möglichkeiten hier einprägen. Sie brauchen sich nur den Anfang einzuprägen, der Rest fällt Ihnen dann ein. Und dann haben Sie eine kluge Antwort gegeben auf diese tückische Frage, was ist eine KG? Noch ein Wort hier zu dieser Sonderform. Ach so, man kann auch noch sagen, es ist eine Sonderform der OHG. Ist eine Gesellschaftsform der Personengesellschaft, geregelt im HGB. Auch das macht immer einen sehr guten Eindruck auf den Prüfer, wenn man die Rechtsgrundlage nennen kann. Geregelt im HGB. Und tatsächlich ist das HGB so aufgebaut, dass erstmal die OHG geregelt wird und dann ergänzend die KG. Das heißt, für die KG gelten die ganzen Regelungen für die OHG, bis auf die Besonderheiten, die im weiteren
dann für die KG speziell geregelt werden. Ja, so ist das aufgebaut. Man regelt also die OHG und sagt, ja, jetzt gibt es da noch was Besonderes, für die gilt zusätzlich und dann kommen die Sonderregeln für die KG, zum Beispiel die Regelung für den Kommanditisten. Die OHG kennt ja keinen Kommanditisten. Ja, so ist das aufgebaut. Die KG ist eine Gesellschaftsform der Personengesellschaft im HGB geregelt. Es ist eine Sonderform der OHG. Das Besondere ist hier die Haftung, während die OHG bei der OHG jeder Gesellschafter unmittelbar, unbeschränkt und gesamtschuldnerisch haftet, gibt es bei der KG die Aufteilung in Vollhafter, sogenannte Kommanditisten, und in Teilhafter, sogenannte Komplementäre, und in Teilhafter, sogenannte Kommanditisten. Jetzt schreibe ich es lieber nochmal hin. Ja, also was ist eine KG? Die KG ist eine Gesellschaft mit der Besonderheit, oder sie ist eine Spezialform der OHG mit der Besonderheit, dass wir aufteilen in Vollhafter, weil ich gerade die Begriffe nicht versprochen habe, Teilhafter. So, und jetzt nochmal richtig. Vollhafter ist der Komplementär oder die Komplementäre. Komplementär. Und Teilhafter sind der oder die Kommanditisten. Die übrigens von Geschäftsführung und Vertretung ausgeschlossen sind. Kommanditisten, das ist so eine Art stille Beteiligung. Ja, die dürfen weder die Geschäfte führen noch die Gesellschaft nach außen hin vertreten, sondern das ist wirklich eine kapitalmäßige Beteiligung. Auch das ist eine Besonderheit der KG im Gegensatz zur OHG, wo alle OHG-Gesellschafter mitwirken, haben sie hier Gesellschafter, die bei der Geschäftsführung und bei der Vertretung nicht mitwirken, nämlich die Kommanditisten. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.